Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Wobei, stimmt gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob es ein neues Projekt von mir wird. Und zwar spielen wir heute einfach mal eine Runde Hearthstone. Ich weiß nicht, wie spricht man es aus? Hearthstone. Auf jeden Fall, ihr kennt es, das Blizzard-Sammelkartenspiel. Das ist momentan so mein Spiel für zwischendurch. Und mit der Folge heute will ich einfach nur mal testen, ob ihr denn Bock drauf hättet. Deswegen, das ist jetzt quasi so eine Pilotfolge. Da wird dann auch erstmal, keine Ahnung, vielleicht 1-2 Wochen gar nichts kommen. Deswegen, ich will erstmal gucken, wie so eure Reaktion ist. Und dann kommt da vielleicht wieder was, vielleicht auch nicht. Aber ich habe da jetzt einfach gerade mal Lust, das zu zocken mit euch. Und ja, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich bin da noch ein ziemlicher Noob. Ich habe zwar schon einmal versucht, ein Deck zu basteln, aber das ist ziemlicher Mumpitz. Ich spiele aber generell mit Magiern und ich mache mal direkt ein gewertetes Spiel, weil dann ist es auch wenigstens ein bisschen spannend. Gewertetes Spiel heißt, ich spiele gegen einen Online-Gegner. Es passt eigentlich ganz gut, wobei, das heißt, passt ganz gut. Die Season für den Februar hat schon, ja, hat halt schon am Anfang vom Februar angefangen, ist ein bisschen blöd. Aber naja. Hearthstone zu erklären ist eigentlich relativ einfach. Es ist halt ein Sammelkartenspiel. Und ja, ich würde sagen, das mache ich so Learning by Doing mit euch zusammen. Und es ist relativ einfach. Er darf anfangen. Ich habe jetzt so eine Münze bekommen, mit der ich ein zusätzliches Mana bekomme. Mana ist die Währung in diesem Spiel. Und zwar, hier unten habe ich meine Mana-Leiste und hier oben stehen immer die Mana-Punkte drauf. Zum Beispiel bräuchte ich jetzt für meine erste Kreatur mindestens 2 Mana, aber das ist mir zu blöd, deswegen warte ich jetzt noch einen Zug. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Na, der, kein schlechter Zug, aber viel bringen tut es ihm jetzt noch nichts. Ich werde jetzt einfach schon mal ein einfaches Monster rausbringen. Das hier, die linke Zahl, die gelbe, das sind die Angriffspunkte, und die rechte Zahl, dieser Blutstropfen, das ist die Lebensenergie. Auch Lebensenergie haben jeweils die Helden. Wenn das auf 0 geht, hat man verloren und ist tot. Das hier sind die Spezialfähigkeiten des Helden. Ich kann zum Beispiel einen Feuerball schießen. Der kostet mich 2 Mana, hätte ich jetzt zum Beispiel schon einsetzen können. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich war es das schon vom Spielprinzip her. Man muss, wie gesagt, letztendlich nur die Lebensenergie runterkloppen. Und ich sitze hier gerade schön mit einem sauer gespritzten Äppler. Crazy. Und genieße hier das Spiel. So, was machen wir? Ich könnte den Murloc. Ja, ich spiele den Murloc-Räuber und den Raptor. Ich weiß nicht, was der so auf der Hand hat. Ich weiß nicht, ob das ein selbstgebautes Deck von dem ist oder halt nicht. Mal gucken, was er da jetzt drauf erwidert. Weil mit dem Ding kann er erstmal gar nichts machen. Aber wenn er da jetzt eine gute Kreatur drauf spielt, ist das natürlich nice. Und was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Nein? Ah, okay. Ja gut, aber das ist an sich erstmal kein Problem. Scheiße, das ist ein Problem. Okay, das kann ich aber auch. Also Spott, das ist die Fähigkeit. Dann wird hier so ein Schild rumgemacht. Alle, also ich kann jetzt nur den hier angreifen. Anders geht nicht. Deswegen, was nehme ich denn jetzt? Ich mache auch so eine Karte mit Spott. Geh einmal mit dem auf den hier. Kill den. Den hier opfer ich, um den guten Herr Platz zu machen, weil 5 Angriff ist schon nicht schlecht. Dann war es das eigentlich, ja. Muss mal gucken, wie viel Matches ich heute mache. Die Matches können teilweise echt lange gehen, je nachdem, was für Karten halt ausgespielt werden. Und wie sich die Leute halt auch anstellen. Es kann wirklich, keine Ahnung, ich glaube, mein letztes Match war mal eine Viertelstunde oder so. Also, das kann schon dauern, aber ich glaube, das hier wird relativ schnell gehen, weil wir uns beide nicht sonderlich schlau anstellen. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Gut, ich muss auf jeden Fall das Totem hier wegkriegen, sonst werden die immer und immer stärker. Das ist natürlich Quark.
Was machen wir? Ja, ich mach das jetzt erstmal weg. So, der ist down. Der ist down. Jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich irgendeine Karte, die sofort angreifen kann? Das gibt es nämlich auch. Nein, deswegen spiele ich jetzt mal die hier. Ziehe zwei neue Karten. Ah, noch nicht so ganz das, was ich wollte. Ist aber egal, ich zerstöre jetzt mit meiner Spezialfähigkeit dem seine komische Karte. Nächste Runde kann ich dann direkt angreifen. Je nachdem, ob er jetzt halt 50 Monster setzt, dann geht das natürlich nicht. Aber kriegen wir schon hin. Ihr könnt mir sehr gerne auch Tipps in die Kommentare schreiben. Ich bin, wie gesagt, noch relativ neu in dem Spiel. Ich habe aber generell so Sammelkartenspielerfahrung. Ich habe ganz lange habe ich Magic gespielt und auch mal Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten. Aber die sind da ja eigentlich... Yu-Gi-Oh! Und Pokémon ist nicht so ganz vergleichbar wie das hier, finde ich. Ich glaube, das kann man schon eher mit Magic vergleichen. Das passt schon. Shit. Na gut, hat er gut gemacht. Ah, perfekt. Genau die wollte ich. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Der kriegt nämlich jetzt direkt mal 3 Schaden von mir. Der hier kommt weg. Ich spiele endlich meine Münze aus. Dafür kriege ich ein zusätzliches Mana. Und dafür spiele ich jetzt meinen Raptor, meinen zweiten. Das war's. Ja, und das war's. Sag ich mal, was hast denn du? Bin mal gespannt, was der jetzt noch so aus dem Ärmel zieht, der gute Mann. Gegen Schamanen habe ich noch nicht so häufig gespielt. Da weiß ich nicht so ganz, was der hat. Wenn es denn ein selbstgebautes Deck ist, ist das natürlich total egal. Aber naja. So. Das ist jetzt natürlich hässlich. Aber den hier können wir platt machen, indem wir das Schaf nehmen. Wir verzaubern ihn. Basteln ihn in ein Schaf um. Dann spiele ich den hier. Der kann nämlich direkt angreifen. Normalerweise musst du eine Runde warten, bis du angreifen kannst. Mach mit dem direkten Ansturm das Vieh weg. Dann ist der auch für die kommende Runde weg. Und der Rest geht jetzt alles schön direkt aus Leben drauf. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. 14 hat er noch, die Hälfte haben wir ihm schon weggeknallt, sogar mehr als die Hälfte. Komm Junge, mach mal was, hau mal was raus. Meine stärkste Kreatur habe ich noch gar nicht gespielt, aber ich schätze mal, dass der jetzt sowas in die Richtung rausprügeln wird. Irgendwie so eine, genau, so eine Stufe 6, 7, 8, irgendwas. Das ist, der hat auch noch göttliches Schild. Also, wie ihr lest, Gottes Schild, wenn diesem Diener das erste Mal Schaden zugefügt wird, wird dieser Schaden ignoriert. Wow, das ist gar nicht so wenig. Aber ich habe schon eine Idee. Zwar spiele ich den hier, der kann aber erst nächste Runde angreifen. Trotzdem werde ich den hier jetzt schon mal aus dem Weg räumen. Zwar werde ich mit meiner Fähigkeit den Gottesschild weghauen. Die hier muss ich leider opfern. Und noch ein Opfer erbringen. Und schon haben wir die fiese Kreatur von ihm gekillt. Und nächste Runde kann ich dann mit meinem... Wie heißt das? Ogerfürsten? Heißen die so? Ne, Oger der Felsfäuste. Kann ich ihm dann vielleicht sogar... Nein! Nein! Ich hasse dich! Hat er gut gemacht. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Ich hoffe nur 1-2 Runden oder so. Mist. Mist, 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 Mist. Nein! Rein, oh, ich hoffe, er hat keine Ansturmkarte noch. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Oh, Glück gehabt, ey.
bin ich gerade am Überlegen, kriege ich den weg? Also ich kann ihm 3 Schaden machen, 4 Schaden machen. Oh Junge, du bist so im Arsch. Kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Ich spiele die hier. Plus die hier noch. Und jetzt mache ich schon mal den ersten richtig fiesen Schaden. So, und mal gucken, ob du die nächste Runde so weit mich fertig machst, dass ich nicht mehr gewinnen kann. Ich möchte es mal bezweifeln gerade. Hab noch keinen einzigen Lebenspunkt verloren. Tja, was machst du jetzt? Du musst auf meinen Spottdiener gehen. Eigentlich auf beide Spottdiener. Ich hoffe, dass der hier auch irgendwann mal wieder zurückverwandelt wird. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das wird dabei stehen, wenn er zurückverwandelt werden würde. Auf jetzt, hau raus, Mann. Wir haben nicht ewig Zeit. Du hast... Sehr gut, er hat aufgegeben. Ich würde sagen, da kann ich mir mal locker auf die Schulter klopfen. Gutes Match. Hat Spaß gemacht. Wunderschön. Aufsitzen! Für euren dritten Sieg habt ihr euch eine besondere Belohnung verdient. Loggt euch in World of Warcraft ein, um sie zu erhalten. Und da würde ich jetzt mal ganz groß sagen, fick dich, ich spiele kein WoW. Naja, immerhin 10 Gold erhalten. Wie viel kosten Kartenpackungen? Ich glaube 100 oder so. Naja, hier sind so... 3 Ziele, die muss ich, kann ich an einem Spieltag erreichen. Und dann kriege ich halt irgendwelche Punkte. Jetzt will ich mal kurz zurückgehen in den Shop. Wie viel kosten? Ah, kostet 100, dachte ich mir schon fast. Aber das ist in Ordnung. Ich brauche eh keine neuen Karten. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Machen wir ein gewertetes Spiel. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Ich glaube, dass das echt ein gutes Deck ist, dieses Magier-Deck von Anfang an. Also ich kenne mich, wie gesagt, nicht so aus, aber ich komme da echt mit gut zurecht. Ich habe es schon mit anderen Decks probiert, mit denen bin ich nicht so gut zurechtgekommen. Ja, was nimmer da. Die hier werde ich erstmal wegstecken, weil dafür brauche ich 5 Mana. So viel habe ich ja logischerweise am Anfang nicht. Ja, die ist auch nicht viel besser, aber egal. Morlock-Räuber. Ich warte einfach mal. Mit den Karten kann ich eh gerade nichts anfangen. Ich könnte nur meine Münze benutzen, aber die hebe ich mir auf. Wie gesagt, durch die Münze kriegst du einen Mana mehr, aber brauche ich jetzt gerade nicht. Und den einen Schaden, 2 Schaden stecke ich locker weg. So, damit lässt sich doch schon eher arbeiten. Was nimmer denn? Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu und weg damit. Jetzt sind die schon mal passé. Er hat 2 Karten verschwendet. Wobei, verschwendet hat er sie nicht. Er hat mir ja schon Damage gemacht. Oh. Der ist nicht schlecht. Das ist eine meiner Lieblingskarten. Für dieses Deck zumindest. Also der macht halt plus 1 Angriff. Das ist die ist relativ günstig. 3 Mana, aber ist nicht schlecht an sich. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir den hier. Und jetzt setze ich doch mal die Münze ein, hol den hier, dann haben wir schon mal 2 Kreaturen auf dem Feld. Mal gucken, was er jetzt rausspielt. Ich könnte mir vorstellen, dass bald dann auch eine Ansturmkreatur kommt, also beim nächsten Zug dann, wenn er 4... Ach, der hat schon... Ach stimmt, der ist ja einen Zug weiter als ich. Der hat ja schon 4. Alter, was machst du denn?
Da kennt sich anscheinend jedermann mit seinen Karten nicht so ganz aus. Ja, greif mich an. Ja. Perfekt. Sehr schön. Freut mich. Das ist nämlich ganz schön dämlich. Der kommt jetzt erstmal weg. Da opfer ich gerne meinen Feuerball für. Nee, Moment. Der hier. Der bleibt sogar noch am Leben. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Der stellt sich nicht so doof an wie der letzte. Mal gucken, was der noch so auf der Hand hat. Gut, er hat dieselben Sachen auf der Hand wie ich. Der spielt höchstwahrscheinlich mit dem Standard-Deck. Komm schon, mach hinne. Nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Aber hätte ich auch gemacht wahrscheinlich. So. Jetzt kloppen wir mal die hier raus. Die komische Schildkröte. Mit 7 Lebenspunkten. Da muss er erstmal dran vorbei. Macht leider halt relativ wenig Schaden. Das ist der Nachteil. Was wartest du? Ich frage mich. Was glotzt du so? Oha. Das fängt hier gut an. Ich glaube, ich muss was gegen den tun. Boah. Ich prügel mal alle Karten raus, die ich habe. Wie schnell kriege ich den Tod? Da würden alle drauf gehen. Deswegen gehe ich auf die Lebenspunkte direkt. Dann habe ich schon mal einen kleinen Vorsprung. Der wird jetzt aber wahrscheinlich auch auf meine Lebenspunkte direkt gehen, wenn er schlau ist. Absolute Obergau wäre jetzt natürlich, wenn er nochmal so einen komischen Ork hat, der plus 1 auf seine Kreaturen zaubert. Dann wird es echt hässlich werden langsam. Mit 7 Angriffspunkten. Heftig. Aber es passiert nichts. Scheiße. Ach man. Oh nee, auch noch die. Heftig. Ich glaube, das gewinnt er. Die Runde ist ihm. Ich könnte jetzt beide Kreaturen opfern. Ich glaube, das muss ich sogar machen. Ich könnte sogar mit seinem blöden Oger meinen Oger killen und wird das auch noch überleben. Nee, kann er nicht killen, Entschuldigung. Quatsch. Das hätte ich nicht gemacht. Alter, 2 Stück! Nein! Respekt. Da hat er aber Glück gehabt. Schade. Nun ja. Da habe ich halt mal verloren. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich öfters mal Hearthstone oder wie auch immer es heißt, spiele, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich gucke mir mal an, wie gut das läuft. Das würde dann wahrscheinlich ungefähr einmal in der Woche kommen, aber dafür wahrscheinlich eine halbe Stunde lang oder sowas. Mal schauen, das wäre so ein typisches Wochenendprojekt. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!